Weihnachtsfilme gibt es ja wirklich viele, aber Videospiele, in denen Weihnachten thematisiert wird, nicht so. Und wir haben uns gefragt, welche Spiele gibt es denn? Und ich habe mir echt sehr, sehr lange überlegt, was ich hier nehmen könnte. Und ihr habt ja meine persönlichen 5 Highlights. Starten wir gleich mit Shenmue. Ab dem 15. Dezember nämlich verwandelt sich die Welt von Shenmue in eine wunderschöne Weihnachts-Winterlandschaft. Nebst Weihnachtsdeko, ein paar Weihnachtsschilder, treffen wir hier sogar den Mr. Weihnachtsmann himself. Excuse me. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Und wie man es vom Klischee so kennt, natürlich leicht angetrunken. Ein Spiel, was ich vor kurzem selbst noch gespielt habe, nämlich Mafia 2. Im zweiten Kapitel kehren wir pünktlich zur Weihnachtszeit zu unserer Familie zurück. Nebst all den Anschlägen, Mordaufträgen kann man hier die liebevolle Weihnachtsatmosphäre genießen, verschneite Straßen, Weihnachtsdeko und natürlich einen Teller Meet the Boss mit der Familie. Borderlands 2 – How Marcus Saved Mercenaries Day. In einer Nebenquest bittet euch Markus, Mercenaries Day, der Promo-Feiertag, der von der DAL-Kooperation ins Leben gerufen wurde, zu retten. Der Feiertag soll daran erinnern, dass einmal im Jahr alle Söldner doch aus Nächstenliebe umsonst ihre Arbeit erledigen sollen. Naja. Das Coole hier – festliche Waffen, Anzüge, Geschenke überall, böse Schneemänner und natürlich auch die Landschaft erinnert doch sehr an unseren Weihnachtszeit. Hitman von 2016. Für mich als großer Fan der Franchise darf das Spiel natürlich auf dieser Liste nicht fehlen. Die Weihnachts-Paris-Mission hat echt viel zu bieten. Auch hier wurde die Umgebung wunderschön dekoriert. Mit etwas Glück trifft man hier auch den Weihnachtsmann und tatsächlich tummeln sich hier zwei altbekannte Gesichter. Erkennt ihr sie? Komm, versuch's mal. Harry und Marv aus Kevin allein zu Hause. Also die perfekte Gelegenheit, den beiden alles zurückzugeben, was sie Kevin damals angetan haben. An der Stelle könnte ich jetzt Batman Returns für die Super Nintendo nehmen, denn ich mochte das Spiel und es hat auch mit Weihnachten zu tun. Doch ein anderes Batman-Spiel sollte hier unbedingt erwähnt werden, nämlich Batman Arkham Origins. Das Spiel ist so underrated, dass selbst ich als großer Batman und Arkham Series Fan den Titel bis letztes Jahr nicht gespielt habe. Und das, obwohl das Game 2013 bereits rauskam. Arkham Origins spielt zur Weihnachtszeit in Arkham City. Die Stadt, die man bereits aus dem Vorgänger Batman Arkham City kennt, ist neu schneebedeckt. Überall findet man Lichterketten, Tannenbäume und selbst der eine oder andere Bösewicht ist in Weihnachtsstimmung. Natürlich gibt es viel mehr Spiele, die man hätte erwähnen können, wie zum Beispiel Banjo-Kazooie, Super Mario 64, Kevin allein zu Hause für die Super Nintendo und. Aber ich selbst hatte keine Nintendo 64 und ich kenne die Spiele halt nur vom Mitspielen oder vom Zuschauen bei Freunden. Und deswegen wollte ich einfach nur 5 Spiele nehmen, die ich persönlich halt auch gespielt habe, die ich auch gut kenne. Und mich würde es wundern nehmen, was eure Xmas Highlights sind. Vielleicht fällt euch ja auch noch was ein. Also schreibt es gerne in den Chat oder in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich. Wir sind ja live.